Ach, ich hätte noch mal so schöne Musik gerne. Ah, den Stein nehmen wir mal mit. Schade sicher nicht. Ah, wir haben hier Pflanzen. Da haben wir einen Korken. Da können wir gucken. Ist es rübergegangen? Keine Ahnung, was ich da nicht machen kann. Wir gehen mal rüber. Was ich hier spiele? Das Spiel heißt Fire. Wir probieren wieder ein Feuer zu machen. Dafür müssen wir Rätsel lösen. Aha. Okay, ich brauche mehr Steine. Nehmen wir mal weg. Okay. Ich glaube, das ist ein Pupsloch. What? Okay, müssen wir hin. Ich muss das irgendwie. Es ist digital! Ja, das ist ein Problem. Ich kann den Stein wieder drauflegen. Haben wir hier auch so eins, wo ich was drauflegen kann oder so? Hier kann ich sicher reinklettern, oder? Nö. Ich bin zu groß dafür. Muss ich mich kleiner machen? Kann man sich kleiner machen? Ach so! Da kann ich mich verwandeln. Hey, ich hab's gecheckt. Ich kann mich in ein Tier verwandeln. Das ist ein Ritualstein. Also ich gehe zumindest... Holy shit, dieses Gesicht. Ich gehe zumindest davon aus. So, und jetzt? Buga Buga? Nein? Ja, Mann. Aber ich kann es nicht beschwören, weil ich... Mir fehlt ein Stein. Ich müsste da was reinstecken wahrscheinlich. Auch wenn ich nicht unbedingt will. Was? Nein, ich will doch kein Insekt werden, um dem da hinten reinzukrabbeln. Sag mal, ich will klein werden, um hier reinzukrabbeln. Wenn ich dem in den Po krabbeln muss, dann stimmt das Ganze gar nicht. Hä? Also, eins muss man dem Typen lassen, der diese ganzen Stories hier geschrieben hat. Also, der hat Kreativität. Wow! Du bist eine Biene, das ist eine Pflanze. Mach doch was. Aha, ich muss die bestäuben. Darf ich es nochmal sehen? Ich würde es auch gerne mal sehen, wie er da sein Po dran reibt. So, jetzt bestäube es. Eine wunderschöne Blume. Aha. Das ist ein Stein, den ich wegmachen kann. Und das ist ein Korken, den ich rausziehen kann, glaube ich, ne? Okay, ich muss die Blume zum... Reib dann das Po! Mach die Leute froh! Schüttel den Po! Oho! Okay. Jetzt habe ich immer noch ein Problem, wenn ich jetzt hier reingehe... Jesus. Also gut.
Ja, flieg mal dahin. Wir machen mal was. Wir machen mal was anderes. Ja, mach mich mal. Holy moly, nein, das geht so nicht. Alter, wie sehe ich denn jetzt aus? Alter, Alter, ich muss das Fenster zumachen hier. Wait, what? Okay. Ich bin vom Sexappeal her nicht mehr zu übertreffen. Kann ich hier was machen? Rektaluntersuchung oder so? Nö. Kann ich da auch nichts machen. Okay, aber jetzt, ich bin jetzt ja theoretisch groß und stark, ne? Das heißt, ich müsste theoretisch den Stein hier jetzt wegmachen können. Sag's doch. Kann man das werfen? Warum noch mehr genau bin ich hier drauf gestanden? Was ist, wenn ich mit dem... Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ja, vielleicht besser so. Spinne zum Füttern benutzen? Wo hat's eine Spinne? Den Stein beim Forscher auf die Platte. Ja, aber da geht ja nur die Hand auf, nicht? Also ich lege mal einen Stein hin. Ah, warte mal. Let me try something. Vielleicht blockiert er irgendwie, wenn ich ihm jetzt den großen Stein hier hinterlege. Hey, halt mal. Oh nee, aber dann kann ich drüber laufen. Das ist schon gut so. Das stimmt schon. Da geht es darum, drüber zu laufen. Ich glaube, hier muss ich hochkraxeln, um den Korken rauszuschmeißen. Wir machen das mal. Eine Maus. Eine Maus. Eine wunderschöne Maus. Unvergleichlich. Ich wusste es, genau so funktioniert es. Okay. Ich habe den Korken raus. Ist halt nur die Frage, was bringt das jetzt? Okay. Ich darf mit der Maus nicht ankommen. Warte mal kurz. So gut. So gut. Nein. Kann man da noch klicken? Das ist ein Maulwurf. Habt ihr es gehört? Ah, ah. Mann.
Also, nein, oh, ich muss den Stein noch. Oh, nein, warte. Genau. Ich muss irgendwas mit der Biene noch machen, aber wir probieren mal so weit zu kommen, wie wir kommen. Hatte ich den nicht? Warum kann ich das nicht ändern? Ist halt voll doof, dass ich das nicht... Aber kann ich das währenddessen nicht laufen machen? Nein, ich kann das nicht währenddessen machen. Ja, keine Ahnung. Ich klick's mal an. Nein, das ist nicht euer Ernst. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh mein Gott. So. Der hat aktuell immer noch das gleiche Problem, dass ich nicht beide gleichzeitig betätigen kann. Ich hatte nur die Frage, wie können wir das lösen, ne? Irgendwas muss mit dem Stein hier, also dass ich hier draufstehe, muss ja noch irgendwas. Da muss ja noch irgendwas zusammenhängen. Naja, es hat eine Bärenpfote drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ein Bär ist. Oder zumindest einen Bären darstellen sollte. Ja, mach mal. Ich lauf nochmal drauf. Vielleicht bringt's was. Ach so. Aber natürlich. Okay, also jetzt müssen wir nochmal zu einer Ratte werden. Ja, eine Ratte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich vorne runterfalle, weil da habe ich ja nichts mehr. Wir hoffen das Beste. Warum hat sich das jetzt wieder gedreht?
Ja doch. Achso, ich muss es anders machen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Die drehen sich immer gleichmäßig. Und das heißt, ich muss... Ich muss mir zweimal den Kopf stoßen. Der eine guckt jetzt so und der andere guckt so. Und wenn ich jetzt als Bär hinstehe und mir den Kopf stoße, dann dreht der eine und der andere dreht nicht. Ne? Das heißt... Wir stehen hier hin. Drehen. Einmal. Zweimal. Jetzt, wenn der sich nachher dreht, dreht sich der auch und dann dreht sich das wieder. Total verdrehte Sache. Ja, eine Ratte wäre ich gerne. Oder eine Maus oder was es auch immer ist. Hat dieses kleine Ding mit Haaren. Subi. Let's go. Dankeschön. Eine Säbelzahnmaus, genau. Hui, wir haben's. Dieses Spiel, ne? Das ist schon gut. Das ist schon gut.